People und willkommen zu der Auslosung von dem Gewinnspiel. Ja, ich habe ja jetzt ein bisschen getrödelt, wie ihr gemerkt habt, aber jetzt habe ich es geschafft. Also wie ihr sehen könnt, ist hier schon die Auflistung der ganzen Teilnehmer und wer eine Antwort bzw. mehrere Antworten richtig hat, das sieht jetzt natürlich für euch kompliziert aus, das ist nur jetzt für mich gedacht, da ich ja gleich, also hier könnt ihr schon sehen, wer um was würfelt, hier seht ihr, ja, bla bla. Als erstes wollen wir natürlich die Antworten preisgeben. Ja, die Fragen waren ja erstens, also wie viele Gäste hatten wir bisher bei Tomb Raider? Also der Meister Stolli durfte ja nicht mit zugerechnet werden. Daher, ja, die Antworten waren A3, B2, C6 oder D1. Und die richtige Antwort ist 2. Das waren der Black Dragon LP und der Nether Crunch. Nächste Frage, ja, war, wie heißt Spooky, also der Spooky mit Vornamen im Real Life? A. Max, B. Paul, C. Chris oder D. Kevin? Die richtige Antwort ist nicht der Paul, leider, Leute. Also es haben ja viele auf Paul getippt. Sondern Chris, für, das steht, also beziehungsweise ist die Abkürzung der Spitzname und er heißt eigentlich Christoph. Ja, zum drittens ist, welches Alter nennt Sandy, also nenne ich, wenn ich gefragt werde oder nicht gefragt werde? A18, B30 minus C12 oder D21 plus? Da habe ich eigentlich gehofft, also gedacht, dass das wirklich viele wissen, da ja, na, nicht alle, ich denke mal auch einige schon von euch mit Frauen zu tun hatten, weil es leider haben viele 30 minus gesagt, aber es gibt keine Frau, also jedenfalls keine, die ich kenne, die 30 minus sagen würde, wenn dann, ne, wenn wir, wir schummeln so ein bisschen, wir sagen mal 21 plus, weil im Endeffekt ist es nicht gelogen. Ich habe hier die Auflistung geschrieben, wir sehen können, alles was rot ist, ist ausgeschieden, weil alle entweder, was ich ein bisschen schade fand, also was mich ein bisschen traurig gemacht hat, entweder von, ne, abgeschrieben haben, also sich auf die Antworten von anderen verlassen haben, was eigentlich nicht meine Absicht war. Ihr seht dann nochmal die richtigen Antworten. Denn die Idee dahinter war, ihr solltet ja ein bisschen selber überlegen, dadurch habt ihr euch natürlich jetzt den Gewinn verspielt. Ich find's schade, Leute. Also für, weil ich weiß nicht, ob ich es nochmal so in der Art mache, das Gewinnspiel, wenn überhaupt nochmal ein Gewinnspiel, weil es wirklich eine Menge Arbeit und wenn ich dann sehe, dass so viele nicht gewinnen, weil sie halt nicht selbst antworten. Das ist schon schade. Wie ihr sehen könnt, sind hier die nochmal die Auflistung. Also wir haben zwei Leute gehabt, die eine Frage richtig hatten. Einmal war das der The Banger Daniel, ehemals Daniel Leinhardt. Er hatte die zweite Frage richtig. Dann war das der Genvry, der Stein, der vorher hieß Genvry. Und ich glaube, demnächst schon wieder anders heißt, ich weiß jetzt gar nicht. Der hatte die letzte Frage richtig. Die beiden sind aber trotzdem leider ausgeschieden, weil wir jetzt beziehungsweise drei Leute haben, die mindestens zwei Fragen richtig beantwortet haben. Das sind, also der dritte Platz steht schon mal fest. Das ist der Schweinespawner gewesen. Joe Killer Boss 1 hat den Schweinespawner gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und zur Auslosung von den ersten beiden Preisen stehen jetzt noch der Blue Dragonfire 12 und der Poki 556. Die haben beide alle Fragen richtig beantwortet, finde ich super. Das Witzige ist, die sind alle, die, also die Leute, die wirklich hier stehen, sind wirklich nicht unter meinem Video gewesen, wo dann wirklich wahrscheinlich die Fragen irritiert haben, beziehungsweise die Antworten von anderen. Und die dachten, gucken wir mal, schreiben wir mal ab, kann ja nur richtig sein oder wenn ihr Pech habt oder so. Das, die Antworten standen alle bei dem Chris unter seinem Video. Der hatte das Video auch hochgeladen. Dann wird nämlich ausgelost. Ist natürlich jetzt eine 50-50-Chance. Sieht witzig aus, weil eigentlich normalerweise sind die Listen hier sehr lang. Ja, diese Seite heißt Random.org und man kann hier halt random bzw. zufällig auswürfeln lassen eine Reihenfolge, eine Liste, wer erster oder zweiter an zweiter Stelle steht. Ja, um das zu machen, Advanced-Modus, muss ich mal kurz angucken. Warte mal gleich. Jetzt bin ich ja gespannt. Also, 3, 2, 1. Herzlichen Glückwunsch, Poki 556 zu dem Beacon. Und herzlichen Glückwunsch, Blue Dragonfire 12 zu dem Schafspawner. Ja, super. Alle Gewinne sind jetzt weg. Ich werde jetzt auch nicht weiter um den heißen Brei reden. Ich habe nur noch eine kleine Info für die Leute, die wirklich unsere Videos auch schauen. Oder schauen möchten demnächst. Also Tomb Raider läuft ja weiter, so wie bisher. Also solange die erste Staffel nicht vorbei ist, haben wir da auch erstmal noch keine Pläne. Es sind nur einige Folgen.
Denn ändert sich ja unsere zweite Serie, The Spooky Family, wollen wir ein bisschen ausbauen, da die zurzeit immer beliebter wird und wir einen eigenen Server haben und die Aufnahmen ja alle, die jetzt noch kommen, beziehungsweise die bisher sind, alle von letztes Jahr Juli sind, werden wir das Projekt komplett überarbeiten, beziehungsweise der Spooky4F wird sich dann irgendwas Roleplaying-mäßiges ausdenken, irgendeine Story und wir werden dann vielleicht auch Leute einbinden, die dann bestimmte Rollen spielen auf unserem Server. Wir haben vier Slots auf unserem Server. Jetzt sind jetzt nicht viele, aber wir nutzen den auch nicht oft. Aber vielleicht fällt uns was ein, dass man wirklich mal Besuch empfangen kann oder sonst was. Und das Konzept soll komplett ausgearbeitet werden. Außerdem habe ich für dieses Jahr geplant. Ja, da war die Aufnahme plötzlich weg. Ich habe keine Ahnung warum. Das hatte ich letztes Mal erst. Ja, für dieses Jahr war dann noch, oh, Entschuldigung, das war mein Stuhl, geplant, PvP zu testen. Wir wollten Survival Games mal spielen oder erst einen Zombie-Mode, mal gucken. Und ja, das war's eigentlich. Dann sage ich mal, danke fürs Teilnehmen und bis vielleicht zur nächsten Folge Tomb Raider oder Spooky Family oder vielleicht auf dem Server eure Sandy und euer Spooky, der gerade nicht da ist, weil es ist ein bisschen doof, sowas zu zweit aufzunehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und schönen Abend.